Hallo, liebe Deutschlernende. Ja, ich bin jetzt an einem Ort, wo es ein kleines bisschen ruhiger ist. In meinem letzten Video war ich ja im Fitnessstudio und da konntet ihr wahrscheinlich nicht so viel verstehen. Aber das ist auch eine Übung für euch. Ja, ich habe Feedback bekommen von einem Schüler, dass es für ihn sogar besser ist, wenn ich Videos mache in einer Umgebung, die sehr laut ist, weil ihr natürlich auch trainieren müsst, Deutsch zu verstehen, wenn die Umgebung nicht ideal ist. Ja, wenn ihr auf der Straße seid und euch mit Leuten unterhalten wollt, dann sind auch ganz viele Hintergrundgeräusche und ihr müsst euch sehr konzentrieren, das zu verstehen, was dieser Mensch sagt. Ja, auch jetzt sind ein paar Hintergrundgeräusche, ja, aber das sollte nicht allzu schwer sein. Nun, heute möchte ich mit euch ein bisschen mehr darüber sprechen, was ich gerade so mache im Bereich Fitness. Ja. Also wie gesagt, ich war seit langem nicht mehr im Fitnessstudio. Es ist echt vielleicht sogar 10 Jahre her, dass ich in einem Fitnessstudio war, ja, als ich Judo trainiert habe früher. Da war ich auch mal im Fitnessstudio und das war das letzte Mal, dass ich im Fitnessstudio war vor dem Mal, des, vor gestern. Ja. Und das, also ganz kurz, ja, ich habe Judo gemacht vor über 10 Jahren. Ich bin ein Blaugurt, ja, ich habe den blauen Gurt als Judoka und Judo ist eine Sportart, die sehr Spaß machen kann. Es ist eine große Herausforderung, weil man sich mit anderen Leuten misst. Ja? Man ist im Zweikampf mit einer anderen Person und das ist ein guter Weg, sich zu messen. Ja, und es ist ein sehr kompetitiver Sport. Ja. Man hat die Herausforderung, sich mit anderen Leuten zu messen. Zurück zum Thema Fitnessstudio. Ja. Ich war gestern im Fitnessstudio und zwar verfolge ich jetzt eine Strategie des Muskelaufbaus, die ich in einem Buch gelesen habe mit dem Titel The 4-Hour Body von Tim Ferriss, also der 4-Stunden-Körper. Und als Teil dieser Strategie trainiere ich im Fitnessstudio alle 3 bis 4 Tage, ja, dass die Intervalle werden größer und größer, ja, jetzt erstmal alle 3 Tage, später alle 4 Tage, dann alle 5 Tage, ja, aber jetzt werde ich erstmal richtig hart trainieren und hoffentlich, wenn alles funktioniert, dann sollten meine Muskeln wachsen und darauf freue ich mich sehr, darauf arbeite ich hin, ja. Alberto ist übrigens auch eine sehr große Inspiration, ja. Falls ihr Alberto Arrighini kennt, ja, die Leute unter euch, die auch Italienisch lernen, ja, Alberto Arrighini, der macht sehr viel, was Muskelaufbau betrifft und so weiter, ja. Und ich folge, wie gesagt, dieser Strategie. Diese Strategie nennt sich vom Geek to Freak, ja, also vom Nerd, also Geek lässt sich nicht wirklich übersetzen, ja, also vom Geek zum Freak, ja, beides Wörter, die wir im Deutschen übernommen haben, ja, vom, was passiert jetzt, ne? Also vom Geek zum Freak, beziehungsweise Occams Protokoll, ja, also Occam hatte darüber geredet, über einfache Lösungen, ja, um es kurz zu fassen, ja. Also Occams Protokoll ist ein Weg, eine einfache Lösung zu finden
zu dem Problem, okay, wie halte ich mich fit, wie baue ich Muskeln auf. Ja? Und dies ist eine Lösung, wo man nicht viel Zeit investieren muss. Ja? Also ich muss nicht sehr viele Stunden im Fitnessstudio verbringen, sondern ich arbeite sozusagen schlau. Ja? Also man kann fleißig arbeiten und schlau arbeiten. Ja? Man sagt im Englischen ja, working hard und working smart. Und was ich jetzt mache, ist schlau arbeiten. Ja? Also wenn das alles so funktioniert und ich habe Vertrauen daran, dass es funktioniert, wir werden es sehen. Ja? Ich sehe jetzt so aus, ja? Das sind jetzt meine Muskeln und vielleicht werde ich in 1-2 Monaten noch ein Video machen und dann sehe ich vielleicht ein bisschen größer aus. Ja. Ein anderer Teil dieser Strategie ist auch viel zu essen. Ja? Ich meine, wenn ich Muskeln aufbauen möchte, dann brauche ich natürlich auch den notwendigen Kraftstoff. Und deshalb esse ich jetzt sehr viel, ja, sehr viele Kalorien, sehr viel Protein, ja, sehr viele Eiweiße. Ja? Protein und Eiweiß sind Synonyme im Deutschen. Ja? Im Englischen gibt es nur das Wort Protein, aber im Deutschen sagen wir auch Eiweiße. Ja? Denn in einem Ei und im Eiweiß ist sehr viel Protein, also ist ein Synonym für Protein auch Eiweiß. Genau, also ich esse viel, ich trainiere alle paar Tage und ich bin sehr gespannt, wie es wird. Ja. Es ist ehrlich gesagt, das Anstrengendste ist wirklich viel zu essen, weil ich wirklich sehr viel essen muss und das ist teilweise sehr anstrengend. Ja. Ich bin gar nicht hungrig und dann denke ich mir, ah, ich muss jetzt aber heute noch das und das und das essen, um damit mein Körper die notwendige Energie hat. Ja. Und das ist eine große Herausforderung. Aber es macht Spaß. Ja. Als ich gestern im Fitnessstudio war, da hat es echt so viel Spaß gemacht. Es hat so viel Spaß gemacht, meinen Körper wieder zu trainieren, wieder aktiv zu sein. Das hat echt mich sehr belebt. Ja. Und deswegen mache ich es auch, ja. Um meinen Körper zu beleben, um mehr Energie zu haben, um dadurch dann auch effektiver zu sein, produktiver zu sein. Ja, das ist für mich eigentlich fast immer das Ziel. Ja. Das ist für mich fast immer das Ziel, wie kann ich möglichst effektiv und produktiv sein. Und deshalb mache ich solche Dinge wie Sport, aber auch wie Meditation, Dankbarkeit, Tagebuch und solche Dinge, weil das alles Energie bringt. Ja. Das sind übrigens auch alles Techniken, die ich euch beibringen möchte. Ja. Ich kann euch nicht so viel beibringen über Fitness, weil ich selber noch Novize bin, aber ich kann euch sehr viel beibringen bezüglich der Techniken, die ich schon lange benutze, die mir schon sehr viel geholfen haben. Ja. Auch Zeitmanagement-Techniken, ja, die möchte ich euch alle beibringen, wenn du daran interessiert bist, ja, wenn du an persönlicher Entwicklung generell interessiert bist, ja, dann habe ich etwas sehr Tolles für dich geplant. Ich habe ein Webinar für dich geplant, beziehungsweise mehrere Webinars, sodass auch du teilnehmen kannst, egal in welcher Zeitzone du bist. Aber ich mache dieses Webinar nur, wenn genug von euch auch Interesse zeigen. Ja? Also zeige dein Interesse, indem du jetzt dem Link in der Beschreibung folgst. Ja? AuthenticGermanLearning.com/Webinar. Ja? AuthenticGermanLearning.com/Webinar. Und wenn du dabei bist, dann bekommst du auch eine E-Mail. Und vergiss nicht, diese E-Mail auch zu lesen und auf diese E-Mail zu antworten. Ja? Es ist sehr wichtig, dass du auch teilnimmst. Ja? Aber ich möchte aktiv
aktive Teilnehmer haben. Ja, es bringt nichts, wenn ich ein Webinar vorbereite und du dir dieses Webinar anschaust, aber nicht aktiv wirst. Ja, ich möchte dich dazu inspirieren, aktiv zu werden. Ja, und dieses Webinar ist über Energie, über Lebenslust, über Zeitmanagement, auch darüber Ängste zu überwinden und so weiter. Also ich denke, es wird dir sehr gefallen. Es gibt eine Sache, die ich noch erwähnen wollte. Ja, ist mir jetzt entfallen. Ja, aber das ist so eine Erklärung von dem, was ich jetzt mache, ja, vom Geek zum Freak, ja. Ich hoffe, du fandest dieses Video interessant. Ja, ich habe mir gedacht, ich mache mal wieder ein längeres Video, ja, für die Leute und euch, die fleißig diese Videos schauen und denen auch längere Videos gefallen, ja, die ein bisschen tiefer gehen wollen in die Materie, ja, ein bisschen mehr lernen möchten. Ja. Und wie gesagt, wenn du mehr lernen möchtest, dann gibt es auch dieses Webinar, das du nicht verpassen möchtest. Okay, wir sehen uns später. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss!